Hallo, ihr Lieben. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht und ich wollte das Orakel, oder ich lege jetzt das Orakel für die dritte Rauhnacht. Das ist die Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 2022 und sie steht für den März 2023. Ich lege für jede Rauhnacht eine kleine Neunerlegung. Ja, zu den Rauhnächten. Ich bin im Januar ein bisschen, also in der ersten Rauhnacht, ein bisschen näher darauf eingegangen. Es ist der Ursprung der Rauhnächte ist eigentlich bei den Kelten und bei den Germanen. Und ursprünglich hieß es auch Räuchernacht, das heißt die Dämonen, die Geister und die ganzen Laster, die man jeder Einzelne so mit sich trug, hat man ausgeräuchert. Und ich habe hier von Jane Roland mein Rauhnacht-Orakel, dazu ziehe ich für jede Nacht eine Karte, die als Oberbegriff praktisch gilt. Ihr Lieben, meine ganzen Orakelkarten, auch hier diese, die stehen unten in der Infobox. Dort findet ihr übrigens auch meine Kontaktdaten. Falls ihr denn doch noch ganz kurzfristig ein Geschenk braucht oder mal zum Geburtstag. Es soll ja auch Leute geben, die wirklich ganz zu Beginn des Jahres Geburtstag haben. So, meine lieben Engel, dann schenkt mir doch jetzt bitte eine Karte. Ihr könnt ja vorspulen, ihr Lieben. Ich möchte die Videos nicht schneiden. Das heißt also, ich mische wirklich so lange, bis eine rausfällt. Und ja, schneiden. Es ist einfach so, wie ich bin. Das sind zu viele Leute. Das war ja das halbe Kartendeck. Wenn ich die Videos schneiden würde, hätte ich das Gefühl, dass ich etwas falsch gemacht habe, was ich jetzt wegschneiden müsste. So käme mir das vor. Und das möchte ich nicht. Also, meine lieben Engel, schenkt mir bitte eine Karte. Eine. Nicht das ganze Deck. Und ihr könnt hier vorspulen. Ich schaue von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Und ich möchte nochmal den Hinweis geben, dass es eine allgemeine Legung ist. Dankeschön. So, davon nehme ich jetzt die beiden. Ich arbeite jetzt mit den Licht- und Schattentarot aus dem Angelina Schulz Verlag. Dann von Patrick Scheller, das Mondnachtorakel. Danke. Und von Jerome Marchetti die Kippenacht. Auch hier bitte ich euch, lasst bitte eine Raum. Ein Dankeschön. Es ist das Mädchen, genau in dieser Position oder in dieser. Ja, wie soll man das denn sagen? Ist genauso rausgekommen, wie es denn liegt. Nicht quer, nicht schief, nicht hochkant, nicht auf dem Kopf, sondern genauso. Dankeschön. Das war doch jetzt mal reibungslos. So, ihr Lieben, schauen wir dann mal ein, was im März passiert. Eins möchte ich jetzt doch noch sagen. Wenn ihr in den Rauhnächten alles aufschreibt, schreibt ein Tagebuch. Schreibt alles auf, was euch passiert. Ob wichtig, ob unwichtig, ob groß oder klein, gefühlsmäßig oder wirklich leibhaftig. Schreibt alles auf, weil das ist eine viel ehere oder viel persönlichere Vorausschau auf den März wie diese allgemeine Legung.
So, ich beginne mit der Mitte. Hier geht es um die Öffentlichkeit, ihr Lieben. Es wird etwas gezeigt. Es wird etwas öffentlich gemacht. Es wird dir etwas klar werden. Die Öffentlichkeit hat so viele Bedeutungen. Und das kann auch eine Erkenntnis sein, die dir kommt. Es kann aber auch sein, dass hier jemand dir etwas sagt, wo du sagst, boah, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Es kann aber auch sein, dass du etwas in die Öffentlichkeit trägst. Wir schauen mal nach. Worum geht's denn? Wir haben hier die 9 Schwerter, wir haben die 5 der Münzen und wir haben den Tod. Es ist keine schlechte Karte, das möchte ich ganz deutlich sagen. Der Tod im Tarot ist immer der natürliche Tod. Die 10 Schwerter ist das herbeigeführte Ende. Dann haben wir ja hier mit dem Mädchen den Neuanfang mit der Nummer 13. Das ist das Kind, das ist immer der Neuanfang. Die 20 ist die Öffentlichkeit und wir haben den Fuchs. Dann haben wir die Hauptperson und es gibt schon wieder das kleine Kind und wir haben das große Glück. So, jetzt nehme ich mir meinen Stab. Zentrale Karte ist, wie gesagt, die Öffentlichkeit. Was aber ganz deutlich ist, das hier oben, die 9 der Schwerter, das ist die Sorgenkarte. Das ist die Karte, die eben, wo du abends mit den Sorgen ins Bett gehst und morgens mit den Sorgen wach wirst. Und die 5 der Münzen ist die Mangelkarte. Die Mangel an allem. Mangel am Essen, was im Kühlschrank fehlt, Mangel an Kleidung, was im Schrank fehlt, aber auch Mangel an Emotionalität, Mangel an Liebe, Mangel an Umarmung. Und dieser Mangel und diese Sorgen, das stirbt jetzt. Und zwar auf natürliche Art und Weise. Und wir haben hier, und ich möchte es ganz deutlich zeigen, hier unten steht Tod und Wiedergeburt. Seht ihr das? Und die Wiedergeburt, die liegt zweimal in diesem Kartendeck. Die Wiedergeburt liegt einmal hier mit dem Mädchen und hier mit dem kleinen Kind. Ich sagte ja, das Kind steht immer für den Neuanfang. Und das wird dir jetzt klar. Es kann auch sein, dass du etwas veranlassen musst, dass du etwas machen musst, dass du etwas in die Tat bringst. Auch das wird dir jetzt klar. Dir wird klar, wie du aus dieser Situation hier rauskommen kannst und in den Neuanfang gehst. Und wir haben hier den Fuchs. Und der Fuchs, der steht für Neid, er steht für Missgunst, er steht für Lügen, er steht für Verrat. Und auch dieser Verrat, und hier ist etwas gewesen, das spüre ich ganz deutlich, was auch jetzt in den Tod geht, in den Verlust geht, begraben wird. Und üblich bleibt die Hauptperson, das bist du, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Und du gehst zweimal in den Neuanfang. Du hast die direkten Karten oben drüber, das ist dir bewusst und im nächsten Schritt der Neuanfang. Und du gehst ins gute, große Glück. Der März, das große Glück steht dafür, dass der Himmel seine Pforten öffnet und sein Glück über dich ergießt. Genauso dafür steht das. Der März ist dein Ergebnis von dem, was du vorgearbeitet hast. Du kannst jetzt ernten und du kannst vor allen Dingen, dir wird ganz klar, was du machen musst, um aus dieser Situation rauszukommen, damit das jetzt sterben kann. Und zwar jetzt und für immer, weil die Wiedergeburt heißt, dass es jetzt neu beginnt. Das ist wundervoll. Ich möchte euch mal vorlesen, was denn die Rauhnacht-Orakel für diesen Monat euch mitzuteilen haben. Magische Zahlen. Zahlen weisen dir den Weg. Achte auf Zahlenkombinationen, die verschlüsselte persönliche Botschaften für dich in sich tragen. Mit welchen Zahlen ist dein Schicksal verbunden? Welche Zahlenkombinationen fallen dir in den nächsten Tagen auf? Welche Zahlen begleiten dich? Welche Zahlenkombinationen sind Schlüsselzahlen im neuen Jahr? Das kann zum Beispiel eine Quersumme eines Geburtstages im neuen Jahr sein. Zahlenkombinationen sind Schwingungsfrequenzen, die mit bestimmten Kräften verbunden sind. Manchmal öffnen sich die geistigen Räume erst, wenn zum Beispiel 3-mal angeklopft oder 108-mal ein Mantra gesprochen haben. Meine Schicksalszahl öffnet neue Türen, bringen mir Glück und erinnern mich an die göttliche Führung und Fügung. Ja, Zahlen begegnen dir überall, ob sie auf dem
auf dem Nummernschild sind, was vor dir fährt, oder natürlich die Uhrzeiten, ist ja ganz klar. Wenn du öfter mal um 1:11 Uhr auf die Uhr schaust oder um 10:10 Uhr, dann beschäftige dich mal mit den Zahlen. Es gibt immer einen Grund, immer. Geplatzte Träume, lasse Enttäuschungen los. Unerfüllte Wünsche und geplatzte Träume sind wie Splitter, die wir in unserem Seelengewand tragen. Kehre nun die Scherben der unerfüllbaren Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen endgültig aus deinem inneren Heim hinaus. Hier, lass es sterben. Welches Thema, welche Person, welchen Wunsch solltest du jetzt ganz loslassen? Schreibe alle Themen, Personen, Wünsche und Hoffnungen, die in deinem Leben nicht erfüllt wurden, auf ein Blatt Papier. Entzünde eine blaue Kerze als Symbol für das Universum. Nimm etwas Salbei und verbrenne ihn mit dem Papier. Visualisiere dabei die Erlösung in deinen Zellen und die Umwandlung in reines Licht. Spüre die Erleichterung. Ich lasse los und gebe alles in das Universum. Alles, was noch in mir gespeichert ist, wandelt sich zurück in vollkommenes Licht. Ja, schau mal, ob du Wünsche hast, die nicht erfüllt wurden. Wir schauen jetzt noch drunter. Kraftplätze der Erde. Die Seele ruft, eine Reise steht an. Reisen verändert. Besuche im neuen Jahr einen Ort, den du noch nicht kennst. Folge dem Ruf deiner Seele. Es könnten Orte in der Nähe oder in der Ferne sein. Orte der Kindheit, Kraftplätze, Plätze, die du mit bestimmten Menschen verbindest. Naturplätze wie das Meer, die Berge, ein See, die Wüste. Schließe deine Augen und spüre in dich hinein, welcher Ort dich in deinem Herzen ruft. Welche Orte möchtest du besuchen? Welche Reise steht an? Wohin soll die Urlaubsreise gehen? Wen möchtest du wiedersehen? Höre auf den Ruf und mache heute Nägel mit Köpfen, indem du deine Reise im neuen Jahr fest einplanst, festlegst und alles Notwendige veranlasst. Jetzt ist der Augenblick der Kraft. Ich höre den Ruf meiner Seele und folge ihm. Ja, das ist wundervoll. Aber ich möchte auch daran erinnern, dass es den inneren, sicheren Ort gibt. Habt ihr den schon mal gemacht? Habt ihr euch einen Ort ausgemalt, der schöner nicht sein könnte für euch? Was muss dieser Ort haben? Ist da ein Wald, eine Wiese, ein Brunnen? Gibt es dort einen Felsen oder gibt es Wege, gibt es Tiere? Dieser sichere Ort, der ist ganz wichtig für jeden persönlich, damit man sich dorthin zurückziehen kann, damit da jeder seine Ruhe findet. Wenn du in die Meditation gehst und du gehst in diesen inneren Ort, in deinen Ort, in deinen heiligen Ort, da findest du Ruhe. Da kannst du sein, wie du bist. Du kannst sowieso sein, wie du bist, aber ihr wisst, wie ich das meine. Dieser sichere Ort ist dein Rückzug. Und wenn dir etwas wehtut, wenn etwas passiert, dann zieh dich dahin zurück. Das hilft in der Regel, ist es so. Jetzt schauen wir noch unter die. Und das ist übrigens auch eine Reise, deswegen bin ich jetzt daran erinnert worden. Also das ist ganz klar eine Reise zu dir selbst, eine Reise in deinen Ort. Ja, wir haben hier die 7 der Schwerter und wir haben viel Geld gewinnen. Und zum Schluss haben wir die Sense. Schnell, schnelle Ernte. Und ich habe gesagt, das hier ist die Ernte. Und das, was jetzt hier stirbt, das kann sich ruhig rausschleichen. Das hält niemanden mehr auf. Und dann kommst du hier, neben dem großen Glück, ist das eine wirklich sehr hohe Glückskarte, die natürlich mit dem Materiellen zu tun hat, aber nicht unbedingt muss. Hier geht es auch darum, dass du im Vertrauen bist, dass alles, was du dir wünschst, in Erfüllung geht. Ihr Lieben, das ist eine richtig schöne Energie hier und ich möchte nochmal sagen, das kann nicht für jeden im März gelten, aber vielleicht bist du ja dabei. Und vielleicht magst du mir ja, wenn es dir gefallen hat, ein Like geben oder vielleicht möchtest du mich auch abonnieren und dann drück das Glöckchen, damit du hörst, was ich für den April zu sagen habe. Weil YouTube
erinnert dich oder beziehungsweise macht darauf aufmerksam, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Legung. Bis denn, tschüss.